Ravers, Rave Boys, Rave Girls, ja, hier ist euer Elektroboy, genau. Und was soll ich sagen? Ja, das ist mein kleines After-Movie von der 90er-2000-Party im Alten Theater in Magdeburg. Als erstes an dieser Stelle an diese Person, die mich gefragt hat. Herzlichen Dank, dass du mich gefragt hast. Ich danke dir, weil ich eigentlich ein bisschen skeptisch bin mit diesen Alten Theater-Partys. Aber was tut man nicht alles für die Freunde, wenn man gefragt wird. Und wie gesagt, ich danke dir und es hat sich für mich persönlich gelohnt. Ja, also ich war gegen 11.23 Uhr da. Ich will nur, wie gesagt, ein kleines Statement abgeben. Und Wahnsinn, die Magdeburger Feierszene hat mich wieder ein bisschen überrascht, weil das war schon brechend voll. Ich war zweimal kurz in Mainstage. Also wie gesagt, Videos gibt es jetzt, die habe ich noch nicht gesehen. Die spiele ich ja, die seht ihr ja jetzt dann. Die gibt es halt nur vom Rave-Floor. Da war ich konstant. Wie gesagt, zweimal Mainstage. Ich habe die Atzen noch nicht gesehen, weil die Atzen waren da live. Ist ja nicht ganz so meins. Ist cool damals, was sie gemacht haben. Aber halt, meins ist es nicht. Ich war für Oldschool. Ja, und ich muss sagen, der Rave-Floor war konstant voll. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie im Fit One, weil da waren echt viele aus dem Studio. Da hätte ich nicht gedacht, Wahnsinn, richtiger. Und es war eine geile Stimmung. Es war echt super, die Musikauswahl. Erstmal ein Kompliment noch an die DJs. Ich weiß nicht, wer da gespielt hat, keine Ahnung, vielleicht findest du das mal raus. Auf jeden Fall, gut, Jungs, habt ihr gut gemacht, weiter so. Und ich kann nur an die Veranstalter sagen, von der, macht das weiter so mit den Rave-Floor, das läuft und läuft einfach so weiter. Nee, alte Zeit ist die beste Zeit, das ist selber so. Nee, sonst war gut, war wie gesagt konstant voll und mit den Getränkekarten wollen wir wieder, das ist nicht so meins. Aber sonst war ich sehr zufrieden. Also wie gesagt, da kann ich nur sagen, top, ich bin ordentlich in Schwitzig gekommen, habe auch Komplimente gekriegt. Die Uferhose hat gepasst, weil das ist ja nun mal, da passt ja nun mal die Uferhose am besten. Und ich bin sehr zufrieden, also mit mir selber, weil das war das erste Mal, dass ich direkt vom Fit One ins alte zum Feiern gefahren bin, soweit ich weiß. Also ich wüsste jetzt nicht vorher, dass ich das schon mal gemacht habe. Es war gut, ich war sehr zufrieden mit meiner Ausdauer und hast du nicht gesehen, mit der Diät, das passt alles so zusammen. Genau, aber sonst war es eine coole Party. Also ich kann immer nur sagen, lohnt es sich. Es wäre ja mal ganz cool, mal für die so eine 90, alte Party zu holen, für die Mainstage mal, keine Ahnung, Brooklyn Mons wäre ja schon da, Silver war ja schon da, Dune wäre mal eine Maßnahme, oder Marusha wäre mal cool. Aber wir werden sehen. Wie gesagt, weiter so, ich kann nur sagen, läuft. Ja, auf jeden Fall war ich sehr zufrieden. Für mich war es ein cooles Warm-up für den 2. März. Ich werde nicht direkt sagen, was am 2. März ist. Ihr seht dann den Flyer am Ende, wie immer. Gibt ja immer noch ein Bildchen zum Schluss. Auf jeden Fall hoffe ich sonst, euer Wochenende war gut. Wie gesagt, jetzt geht's los und ich war zufrieden, Daumen hoch für diese Party. Davon brauche ich mehr. Genau. Also, viel Spaß mit den Videos. Ich hoffe, es gefällt euch. Und sonst würde ich mal sagen, genießt den Moment, bevor es zur Erinnerung wird. Also, viel Spaß, genießt die Musik und let's go!